Willkommen bei Klemmbaustein-Magie. Ich bin der Mike und ich wollte heute mal ein bisschen den LeoCut näher bringen. Der LeoCut ist ein CAD-Programm für Lego-Steine. Er ist etwas anders zu bedienen wie der Lego Digital Designer. Hier schnappt nicht alles sofort ein, sage ich gleich am Anfang. So sieht es aus, wenn das Ding startet. In der Regel sieht es eigentlich so aus. Wir haben hier oben eine Menüleiste, wo wir importieren können. Wir können auch importieren von Lego Digital Designer, aber er setzt die Steine willkürlich. Wir können auch exportieren, irgendwelchen anderes, auch nach Bricklink und so weiter und so weiter. Habe ich noch nicht getestet, habe bisher nur den Import mal getestet vom Lego Digital Designer. Naja, ist nicht das Pralle. Wir können ein Bild, eine Hardcopy davon, wir können es drucken. Vorschau, wir können neue Projekte machen, öffnen, editieren ganz normal, wie wir es auch so kennen. Wir haben Einstellungen, Zoom, wir haben die Werkzeugleiste, Toolbars. Das Programm ist in Englisch. Stücke einziehen, Submodell, da können wir Untermodell erstellen. Beispielsweise, ihr macht, baut eine Lok, beste Beispiel dafür. Und wir beginnen mit dem Lokkasten. Und dann macht er ein Untermodell, einmal erstellen für ein Fahrwerk. Und dann könnt ihr irgendwann, und zwar hier drüben in diesen Reiter dann, gibt es da Models und da erscheint dann das Fahrgestell. Dann könnt ihr zweimal reinpacken, fertig. Teil des Submodells, wie gesagt, Hilfe. Gibt auch eine LeoCut Homepage. So, da haben wir sie. Gesagt, das kann man alles damit so schön machen. Das ist jetzt von der älteren Version, aber es geht alles genauso. Gibt eine Dokumentation, kann man sich runterladen. Gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Wo ist mein LeoCut? Da haben wir es. Das ist unser Bereich, an dem wir uns orientieren können. 25 mal 25 Noppen. Warum 25 mal 25? Keine Ahnung. Fragt den Entwickler, nicht mich. Ich bin User. Ganz normal Leisten kennt ihr alle. Neu, öffnen, schließen, Redo, Undo. Hier können wir was selektieren. Das habe ich noch nie ausprobiert. Movement Snap ist ein wichtiger Punkt. Weil, jetzt zeige ich euch mal kurz mal anders, wartet mal. Brick 2x4. Wie wir da hinkamen, erkläre ich gleich. Mit dem Mausrad könnt ihr rein und raus scrollen. Und mit der Hand könnt ihr das Ganze hin und her verschieben, den ganzen Arbeitsbereich. Wenn wir jetzt den Stein anklicken, habt ihr X, Y und Z-Achse. Zum Verschieben jetzt könnt ihr nur mit dem Mauszeiger auf den Pfeil gehen, dann wird er gelb und könnt es hin und her schieben. Nach oben und unten geht nicht, ihr könnt nur links, rechts. Genauso wie hier, nach vorne, nach hinten und hier könnt ihr nach oben und nach unten. Ihr könnt das auch, ihr seht hier die gebogene Pfeile, den blauen, ihr könnt das um die blaue Achse drehen, mit dem Mauszeiger drauf, er sagt, es ist drehbar, dann könnt ihr das drehen. Dasselbe könnt ihr auch im Bereich Grün machen oder im Bereich um die rote Achse. Das geht auch. So. So, hier einen schönen Stein. Flupp, den packen wir ein bisschen mittig hier rein. So, wunderbar. Das waren jetzt die drei Achsen. Die XY-Achse könnt ihr jeweils um 8 Noppen bis ein Zwanzigstel Noppe verschieben. Oder auch um eine in einem Flat. Wir wissen ja, als gute Brickbauer, die Höhe eines Bricksteins sind drei Flats. Oder frei verschiebbar, none, habt ihr null Schritte, dann könnt ihr wirklich exakt das hinschieben, wo ihr es haben wollt. Dasselbe gibt es auch für die Z-Achse. Das ist nach oben und nach unten. Das ist dann nur voreingestellt,
auf ein Flat, Entschuldigung, könnt ihr genauso einstellen wie das andere auch. Diese Schritte kennt ihr auch von Excel. Ganz am Anfang, ein Schritt zurück, ein Schritt nach vorne, ganz am Ende. Wie können wir Schlüssel hinzufügen? Habe ich noch nie gemacht, die Funktion. Kann ich momentan noch nichts zu sagen. Damit haben wir die erste Zeile abgearbeitet. Wenn wir Stein markieren und klicken hier auf Insert und gehen dann mit dem Mauszeiger rein, haben wir den zweiten Stein. Und der schnappt dann auch ein. So übereinander, nebeneinander schnappen die Steine ein, aber sobald irgendwas im Winkel geschnappt werden soll, das haut dann nicht mehr hin, weil da braucht er dann wieder diese Funktion. So. Hier können wir Licht machen, Spotlicht, Kamera. Mit dem Programm kann man kleine Lego-Filmchen machen. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, kann ich euch leider nichts zu sagen. Tut mir leid. Das kennt ihr auch soweit alles. Verschieben, drehen, löschen, füllen. Das heißt, wenn wir sagen wollen, füllen, kennt ihr von jedem Malprogramm. Wenn wir den obersten Stein in grün haben, angehängt ist er in grün. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt drehe ich das Ganze um alle Achsen. Wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt lasst, könnt ihr das Ding drehen und wenden, wie ihr wollt. Das geht. Die Funktion Rotieren ist genau das gleiche. Habe ich noch nie benutzt. Ich habe das immer hier mitgemacht. Rechte Maustaste hingedreht, wie ich es brauchte, immer gut. Loop ist klar, größer machen. Aber dafür benutze ich das. Hier, Mausrad. Geht wunderbar. Mit dem könnt ihr den ganzen Arbeitsbereich verschieben, wo ihr es braucht. Die Funktion habe ich auch noch nicht groß benutzt. Da könnt ihr das halt nur um die Sichtachse rotieren. Rollen und die Zoom-Region, andere Zoom-Region, benutze ich auch nicht. Wie gesagt, das Programm gibt eine ganze Menge her, benutze ich nicht. So, dann haben wir diesen oberen Teil alles hier fertig. Den hier. Dann kommen wir zu diesem Bereich. Hier habt ihr eine Auflistung der Teile, was es gibt. Animal, Antenna, Arch, Bar. Ist größtenteils identisch wie bei Bricklink. Nur Unterschied, dass hier Hing und Bracket beispielsweise zusammengefasst sind. So, mal gucken, was haben wir hier. Hing und Bracket, da. Jetzt mal die Nummer raus. Wenn er hier in diese Zeile eine Teilenummer eingibt, hier, wie ich gerade mache, das ist mal 3004, kommt denn da für einer? Okay, zeigt er nicht an, wir sind im Brick. Ist ein 1x2 Brick. Er zeigt immer die Farbe an, die ihr unten hier markiert habt. Wenn es in der Regel gibt es ja nahezu jeden Stein in jeder Farbe, gibt zwar ein paar Ausnahmen, das sehen wir aber später, wenn ich LD-View euch vorstelle, da könnt ihr eine Bauplanliste euch erstellen lassen, automatisch, und dann die zeigt euch auch an, ob die Teile in der Farbe existieren oder nicht. Da kommen wir später mit dazu. Gibt aber auch wieder ein paar Ausnahmen, weil LD-View greift nicht auf die Teileliste von Bricklink zu, für Artikelnummern, sondern auf Piron. Und da gibt es zwar manche Teile, sind da noch nicht erstellt und die gibt es dann auch nicht. Also ich gucke da meistens, um wirklich sicher zu gehen, gucke ich in Bricklink rein, gibt es die Teile oder gibt es die Teile nicht. So wie gesagt, gibt es Container, wir wollten mal Hing und Bracket wollten wir sein. Ne? Da, genau. Löschen wir wieder. Wie gesagt, hier könnt ihr, wenn ihr die Lego Nummer für den Stein wisst, könnt ihr hier eintragen. Hink und Bracket. Ich sage, wenn Sie mal ein graues. So, Bracket, Miss, Square, Corner. So, dann packen wir das da so drauf. Das schmiegt er jetzt nicht an. Aber er gibt uns halt, ne? Es ist ein Cut-Programm. Das heißt, wir müssen hier jetzt erstmal runter. In der Ecke, ne? So, jetzt liegen wir schon mal auf. Das passt. Jetzt müssen wir den grün hier. Einmal mit dem Mauszeiger drauf. Der grüne Pfeil wird gelb und eins nach vorne. Und das Ding ist gebaut. Ja, ist wunderbar. So, wenn wir jetzt da was gegensetzen wollen, sagen wir mal was Gelbes, müssen wir gleich
Dann nehmen wir mal halt. Ihr könnt ja auch eingeben jetzt hier 1 mal 2, wenn ihr den Stein haben wollt. Ist ja alles, was 1 mal 2 ist. Auch die bedruckten. Ihr könnt im Menü auch die bedruckten Steine ausblenden lassen. Das geht auch. Ich lasse immer drin. Ich mag gerne so. Wenn ihr es da dran setzen wollt, macht ja nicht. Ihr setzt nur oben drüber oder daneben könnt ihr setzen. Jetzt kommen wir zu der Tatsache, dass dieser Stein ja um 90 Grad gedreht ist. Das heißt, er muss nach vorne kippen. Wir müssen ihn um die rote Achse. Dann runter. Soweit, wie es geht. Nach vorne. Und jetzt seht ihr schon den Unterschied. Er passt nicht ganz, ne? Wenn wir jetzt noch ein tiefer gehen, passt er auch nicht. Seht ihr das? Ein bisschen größer. Hier ist ja ein bisschen runter mit der Hand. Gehen wir auf den Pfeil hier oben. So, dann gehe ich immer hin, sage Y. Das ist blaues Z-Achse meines Wissens nach, auch Non. Und schiebe den da so weit ran. Ihr habt den die blauen. Jetzt wäre zu weit geschoben. Wenn das nicht ganz genau drauf ist, oder eine kleine Idee zu tief ist, das fällt nachher im Bauplan gar nicht auf. So. Wir haben den Stein dran. Jetzt müssen wir noch hier ein bisschen runterschieben. Und wir haben ihn dran gebaut. Und dann sagen wir wieder hier standardmäßig, das ist eine halbe Noppe. Eine Z-Achse ist ein Flat. Das meine ich damit für diese Funktion hier, ne? Snap enabled. Das heißt, es ist aktiviert. Gehen wir hier wieder raus. Wie gesagt, ihr habt ja alle Teile in Kategorien. Ähneln sich, wie schon gesagt, dem von Bricklink. Teilweise ein bisschen anders, ihr müsst ein bisschen suchen. Ihr könnt die Nummer von Bricklink, wenn ihr in Bricklink die Teile rausgesucht habt oder gefunden habt, die ihr verbauen wollt oder wisst, wie die heißen mit Nummern, könnt ihr hier eintragen, er sucht die raus. Hier unten haben wir die Farben. Die ganzen Farben, die normal rausgekommen sind von Lego. Wenn er drauf geht mit dem Mauszeiger. Hier ist Light Gray, das alte. Dafür gibt es jetzt das neue hier hinten. Das ist ja hier dieses Light Bluish Gray und Dark Bluish Gray. Hier sind noch die alten Farben. Ihr habt das normale Rot, ihr habt hier das Bright Green. Es wird euch angezeigt, die Farben. Was also für Farben so gibt. Solide Farben. Hier habt ihr die ganzen transparenten Farben, die es gibt. Und hier unten Sonderfarben. Pearl Gray, Pearl White, Metallic, Bright Red und wie sie alle heißen. Was war das hier? Rubber Lime, also Gummileim, Gummilimette. Sagt hier, wir sind in der Ordner Brick und hier zeigt euch alle Bricks soweit an, was es an Bricks gibt. Auch die bedruckten. Alles Mögliche, was es an Legosteinen dort in der Art gibt an Bricks, ist eine Unzahl. Weil auch hier diese großen bedruckten. Er zeigt euch die Steine immer die Farbe an, wie schon gesagt, die ihr unten markiert habt. Wenn wir jetzt auf Rot klicken, sind sie in Rot. Klicken wir auf Gelb, sind sie in Gelb. Klicken wir auf Rosa, sind sie rosa. Standardmäßig ist die Anzeigefarbe hier immer Rot. Ihr könnt in den Einstellungen hier noch einiges ändern. Ihr könnt auch dieses Fenster größer, kleiner machen. Das ist euer Empfinden. Und jetzt kommt noch das Tollste. Dieses Programm ist kompatibel mit solchen Arbeitstabletts. Kennt ihr mit so einem Stift? So ein Tablett, wo ihr mit dem Stift auf so eine Tablettoberfläche rummalen könnt. Ist hervorragend. Falls ihr was nicht kennt, ich zeige es euch mal kurz. Hier. Ja. Tablett. Geht das dann wunderbar. Ja, ich hoffe, hat euch gefallen, der kleine Einblick in LeoCut. Ja, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, würde mich richtig freuen. Und dann sage ich mal Tschüss und macht es gut, Freunde. Bis dann, ciao.